herzlich willkommen, liebe Easy Young Live-Zuschauer. Und ganz besonders möchte ich unser Live-Publikum heute begrüßen. Wir sind nämlich in der Volksbücherei in Fürth. Genau, heute ist auch Kerwa hier und halt eine sehr schöne Szenerie hier im Hintergrund. Ja. Ja, und heute, wie man sieht, wir haben eine sehr geile Location über den Dächern von Fürth. Ja, und das wird natürlich möglich gemacht von der Volksbücherei Fürth und auch besonders der Terrassa und Kaffee, genau, bei dem wir uns ganz herzlich natürlich schon mal bedanken wollen. Genau. Und ich moderiere heute mit der liebreizenden Bianca. Genau, und das ist der Simon, und der beste Co-Moderator der Welt. Und halt eine sehr schöne Szenerie hier im Hintergrund. Ja. Ja. Ja, und heute, wie man sieht, und wir haben eine sehr geile Location. Ich glaube, wir haben alle ziemlich viele uns wieder auf uns genommen, um heute die Sendung zu moderieren. Durch den Schlamm sind wir und fast ertrunken. Genau, seltsamen Tieren sind wir begegnet. Ne? Ja. Und ich moderiere heute. Ja, und ich glaube, genau, nicht weiter labern. Wir haben auch für euch wieder heute eine Live-Band, also ein Musiker mit Band. Und ich würde sagen, Musik ab. Hier ist Dennis Kobylinski. Hand, a roller coaster ride to the promised land began. Within 2 seconds, catapulted to Mars, a clownish coaster spirit I killed in the past. You want me back, but I won't. It's a paradise that found in a hole. Hey, hey, baby, where are you going to? Don't act out of anger, honey. You know you're gonna get lost. Thank you.
Also hier nochmal ein großes Dankeschön an Dennis Kobylinski. Ja, sag mal Bianca, ich meine, ich bin ja selbst noch gar nicht so lange in Fürth unterwegs, ich komme ja gar nicht von hier, aber du ja schon. Was sind eigentlich deine besten Erinnerungen so von der Kirchweih? Oder ich glaube, man sagt ja hier auch einfach Kerwa, ne? Genau, das ist die Fürther Kerwa und ich komme auch schon, seit ich klein bin, hierher. Ist immer mega schön und auch immer ein Erlebnis. Ja, und da gibt es das schon ein bisschen länger, ne? Also länger als du schon. Und das ist auch eigentlich gleich die Quizfrage heute. Und zwar diesmal aufgepasst, nur an unsere Live-Gäste auf der Terrazza. Aufgepasst. Und zwar, seit wann gibt es die Fürther Kerwa? Seit 1990 oder schon seit über 900 Jahren? Genau, und wenn ihr noch keinen Quizzettel habt, ihr könnt ihn hier abholen, vorne bei der Technik. Heute gibt es was richtig Cooles zu gewinnen, nämlich, ich zeig's mal kurz, das ist so ein Bucket an Fahrchips und was zu essen könnt ihr euch damit auch holen. Und die könnt ihr eben heute noch einlösen am letzten Tag der Kerwa. Auf jeden Fall ein mega geiler Preis. Macht mit. Nochmal so richtig einen drauf machen, ne? Genau. Aber diesmal auch ganz neu, müsst ihr selbst nachdenken, denn bei uns im Clip gibt es diesmal keine Antwort drauf. Wir waren nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, rauszufinden, wer denn in Sachen Kirchweih von uns beiden die Nase vorne hat. Ja, ich würde sagen ich. Und ja, das seht ihr jetzt im Film. Wir sind auf der Michaeliskirchweih und dieses Jahr erstmalig das Kirchweih-Duell. Bianca gegen Simon. Und weil wir so hungrig sind, geht es in der ersten Disziplin ums Kirchweih-Wettessen. Zum Wettessen gibt es etwas, was auf keine Kirchweih fehlen darf. Eine Schokobanane. Das ist bei dem Wettessen-Modus. Was? Da kann ich ja wirklich irgendwie 30 Sekunden Pause machen und dann anfangen. Schneller, schneller, schneller. Wichtig, es geht nur um die Geschwindigkeit. Es gibt keine Bonuspunkte für die Haltungsnote. Hallo. Ich bin fertig. Beim nächsten Spiel geht es um Geschwindigkeit. Man muss wirklich schnell mit dem Hammer den Leuten auf den Kopf schlagen. Dieses Spiel gewinnt Bianca im Hand im See. Weiter geht es an der Schießbude. Unsere beiden Kandidaten müssen versuchen, von 5 Schüssen möglichst viele Treffer zu erzielen. Hierbei zählen nur vollständig umgeschossene Scheiben. Simon kann dieses Spiel klar mit 3-5 für sich entscheiden. Und das lässt er Bianca auch spüren. An der Losbude müssen unsere Kandidaten darauf hoffen, ein glückliches Händchen zu haben. Schnell sind die Lose ausgewählt und geöffnet. Und es zeigt sich, wer mehr Nieten gezogen hat. Ich hab 2. Und jetzt 3. Oder nicht? Damit hat die Bianca Losbude gewonnen. Das hat die Jakob doch zugesteckt. Nachdem auf der Kirchweih kein eindeutiger Sieger gefunden wurde, gehen die beiden noch eine Runde ins Kettenkarussell und für die finale Entscheidung gehen wir zurück ins Studio. Genau, und wir wollen ja jetzt nicht so unpädagogisch enden. Ich finde, eine klare Siegerin muss ja. Also, das fand ich jetzt fast ein bisschen sexistisch, aber ja, Gleichberechtigung und so. Ja, völlig fair. Also, ich habe die Befürchtung, unsere Regie hat auch schon ein bisschen was vorbereitet. Genau, wir machen nämlich jetzt eine Runde Dosenwerfen.
Und ich würde sagen, Ladies first. Schauen wir mal, wer mehr Dosen umhaut. Und wir haben noch keinen Ton. Gut, mein Mikro ist an. Hat Bianca einen Ton? Hab ich Ton? Kann Zeichensprache machen. Hab ich Ton? Wir nehmen Ball und werfen auf Dosen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir weitermachen? Technik fällt aus. Technik fällt aus. So, jetzt haben wir einen Ton. Genau. Wir machen eine Runde Dosen werfen und ich fange an. Ja. Ich weiß nicht genau, aber das sind schon mal zwei Dosen. Ich glaube, wir machen es dann von den Ringen so, ich baue neu auf. Ja, du baust neu auf. Und wenn ich mehr umhaue, habe ich gewonnen, stimmt's? Ja. So, ich bin leider sehr schlecht im Werfen. Von wo hast du geworfen? Ja, von hier. Warte, geh daher. Also du kannst ja, wenn du willst, eine Quizfrage nochmal wiederholen. Oh nein. Genau, die Quizfrage war, wie lang gibt's die Vierter Kerwa schon? Also auf euren Zettel ankreuzen. Ja. Mist! War wohl wie bei Carrera ein eindeutiger Sieg, ne? Ja, es wird eine Revanche geben, ich sag's dir. So, und was machen wir denn dann? Was kannst du denn gut? Ja, alles. Ich glaube, wir machen einen Schminkwettbewerb, da ist sie sehr gut. Genau. Ja, was sie auch noch sehr gut kann, ist übrigens wilde Tiere fangen. Ja, ja, Pokémons kann ich echt gut fangen. Und jetzt kommen wir von einem Spiel zum anderen. Wir haben für euch einen Pokémon-Beitrag gedreht und den seht ihr jetzt im Anschluss. Hallo, ich bin der Timo und das ist meine treue Begleiterin, die Bianca. Und wir befinden uns heute am Heimberg und wollen ein bisschen jagen gehen. Aber heute haben wir unsere Gewehre zu Hause gelassen, denn wir haben ja unsere Handys dabei. Genau, und der Heidenberg ist die perfekte Location zum Pokémon-Jagen. Überall sind hier so Pokémon-Stationen und die werden wir jetzt mal suchen gehen, ne? Ja. Das ist Taubsi. Ja. So, wir machen gerade eine Pause vom anstrengenden Jagen und erklären euch mal das ganze Spiel, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, wie es funktioniert. Man hat selber einen Charakter, den kann man eben auswählen. Man kann eben auswählen, ob jetzt Mädchen oder Junge. Und dann kann man eben noch auswählen, was der jetzt halt anziehen soll. Man hat drei unterschiedliche Rucksäcke und drei unterschiedliche Pullover und ich glaube auch Schuhe. Per GPS weiß eben das Handy, wo ihr steht und ihr habt eben eine Karte. Dann müsst ihr eben rumgehen. Nachdem ich das jetzt eben gemacht habe, zeigt es mir hier schon das erste Pokémon in meiner Nähe an, das Evoli. Und das kann ich jetzt mit Hilfe meines Pokéballs fangen. So, und jetzt habe ich's. Und hier zeigt es mir nochmal meine Statistik nach dem Wurf an. Das Evoli wird jetzt eben hier nochmal mit einer Set-Card angezeigt. Jetzt kann man eben weiterlaufen, aber ich schaue mir jetzt hier nochmal meine gefangenen Pokémons an. Man hat hier eine Kartei, in der man alle seine Pokémon sehen kann. Und auch wenn der Hype langsam wieder nachlässt, haben wir noch echt viele Pokémon Go Spieler getroffen. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir können es nur weiterempfehlen. So, Easy Young ist heute voll im Spielrausch, würde ich sagen, gell Simon? Ja, wie sieht's denn da aus? Also Pokémon Go und jetzt kommen wir ja zu was anderem. Man sieht es ja schon ein bisschen aufgebaut und zwar zu Monopoly. Genau. Kannst du da eigentlich gewinnen? Dann können wir das ja vielleicht mal gegeneinander spielen. Ja, ich denke, das wäre eine faire Partie. Das machen wir. Lass das mal machen. Aber dann natürlich mit der neuen 4th Edition. Und da haben wir uns einfach mal überlegt, wie würde das eigentlich so in echt einfach wirklich in 4th ausschauen, wenn wir da jetzt Monopoly spielen? Genau. Und den Clip dazu könnt ihr jetzt sehen. We'll be right back.
Hallo Bianca und willkommen in der Komödie. Ich habe ein schönes Hotel und du schuldest mir 750. Dankeschön und schöne Übernachtung. So, wir haben jetzt bei uns zu Gast die Macher des Monopoly Fürth, der Timo und der Flo. Und wir haben für euch ein paar Fragen vorbereitet. Genau, und wollt ihr vielleicht noch ganz kurz sagen, wer denn wer ist eigentlich da? Ich bin der Timo. Ich bin der Flo. Genau, das wissen sie auch alle. So, unsere erste Frage war eigentlich, wir haben ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, dass ihr eigentlich aus Nürnberg kommt. Wie kommt es denn dazu, dass ihr einfach dann eigentlich ein Fürther Monopoly raushaut hier? Die Verbindung zu Fürth ist eigentlich schon länger gegeben. Ich habe meine Ausbildung hier in Fürth gemacht und wir beide sind zudem auch im Zündorfer Leo und Lions Club tätig. Ja, das heißt, der Bezug zur Stadt Fürth ist schon einige Jahre gegeben. Ja, wir sind nicht komplett ortsfremd. Genau, und dann unsere nächste Frage. Wo kommen denn eigentlich eure coolen Sprüche von dem Fürth Monopoly her? Wir haben ja bewusst die Fürther mit eingebunden ins Spiel. Das heißt, wir haben ganz zu Beginn des Projekts Umfragen über Facebook gemacht, wo die Fürther abstimmen konnten, welche Sprüche mit auf die Karten sollten, welche Plätze, Orte, Straßen aufs Spielbrett mit unbedingt drauf müssen, aber auch natürlich, welche Spielfiguren gewünscht sind. Ja. Und wurde kräftig abgestimmt und wir haben versucht, bestmöglichst alle Ideen mit umzusetzen. Okay, cool, danke. Ja, und wenn du schon sagst, alle Ideen umzusetzen, was habt denn alles so eigentlich an Ideen reingepackt und hat es auch irgendwas, was euch eigentlich voll gefallen hat oder was ihr unbedingt hättet machen wollen, vielleicht noch, hat das nicht reingeschafft? Wir haben tatsächlich fast alles reinbekommen. Das, was wirklich nicht reingekommen ist, ist eine schöne Karte, die von den Fürthern vorgeschlagen worden ist. Das war, du wurdest auf der Fürther Freiheit mit einem schwarz-rot gestreiften Clubschal erwischt. Gehe sofort in das Gefängnis. Diese Karte ist zum Beispiel vorgegeben. Die konnten wir so nicht ändern. Wir haben es abgewandelt. Du gehst jetzt nicht mehr ins Gefängnis, sondern du zahlst eine Strafe. Auf der anderen Seite sonst tolle Sachen. Wir haben die Gustavstraße, den andauernden Nachbarschaftsstreit in der Stadt, der seit Jahren geht, ein bisschen mit abgebildet. Wir haben die einzige Straße, die praktisch komplett aus Filz ausgestattet oder mit Filz ausgestattet worden ist, aufgenommen. Das ist die Gustavstraße, dass wenn der Würfel sozusagen aufs Spielbrett knallt, dass es nicht so laut ist und der Filz oder das Velour den Ton ein bisschen dämpft. Ja, das heißt, wir haben versucht, wirklich sehr, sehr individuell drauf zu gehen. Von den Spielfiguren, Waltraud und Mirichen wird dabei sein, das Bobbycar wird dabei sein, wirklich eigentlich alles umzusetzen, was uns vorgeschlagen worden ist. Ja, coole Sache. Ganz kurze Zwischenfrage einfach noch. Seid ihr denn selbst Fürth-Fans oder Nürnberg doch heimlich? Ich bin tatsächlich, wenn ich mich zwischen den beiden Vereinen entscheiden muss, ein Fürth-Fan. Und du so? Definitiv auch. Brav, brav. Okay, jetzt habt ihr uns ja ein bisschen neugierig gemacht, ne? Könnt ihr schon irgendwie was verraten? Wann kommt das Spiel raus? Wann ist es erhältlich? Wir sind inzwischen in der Produktion, richtig, und wir können relativ genau sagen, dass das Spiel Anfang Dezember, voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche, dann im Handel zu erwerben ist. Okay, cool. Ja, cool. Und habt ihr dann selbst auch ganz viele Testabende gemacht, ausprobiert und was für Schwierigkeiten hattet ihr denn so beim Spielerstellen? Wir haben tatsächlich viele Testabende gemacht, ganz am Anfang. Wir haben früher auch relativ viel Monopoly gespielt. Am Ende waren das weniger die Testabende als Spiel, sondern wir haben uns wirklich verschiedene Editionen auch angeschaut und haben diese Editionen im Endeffekt studiert, geschaut, was gibt es für Gemeinschaftskarten, was gibt es für lustige Abbildungen, was könnte man verwenden, was könnte man kopieren. Durch die Hilfe der Fürther haben wir das aber gar nicht gebraucht. Das heißt, wir haben keinen Standardspruch mehr drauf, sondern es wurde wirklich alles angepasst. Ist im Endeffekt, hat uns das doch sehr geholfen. Die Testabende, wie gesagt, waren lang, aber weniger Spiele, als dass es wirklich dann ein bisschen Arbeit war. Ja, und dann vielleicht noch zum Abschluss. Habt ihr denn noch einen Geheimtipp, wie man am besten gewinnt gegen seine Freunde?
Ja, also ich habe den Kipp, wir streiten uns da auch eigentlich regelmäßig darüber. Ich bin eher der, der die roten Straßen kauft, weil man einfach statistisch gesehen da relativ häufig drauf kommt, bevor man irgendwann mal auf eine Karte kommt und zurückfällt, zurück zu losgeht oder ins Gefängnis kommt. Du bist der... Ich kauf eher die Straßen am Anfang, die sind am günstigsten und man kann relativ schnell Häuser und Hotels draufbauen und entsprechend hohe Miete verlangen. Gewinn tu meistens ich. Deswegen, das passt meistens dann auch, also ich würde die roten Straßen kaufen. Ja, das hört sich ja dann eigentlich an, als ob das vielleicht dann die bessere Strategie wäre. Ja, vielen Dank auf jeden Fall und wir freuen uns dann schon, das dann vielleicht selbst mal spielen zu können. Eins wollte ich noch fragen, wie viele Editionen gibt es dann eigentlich am Anfang? Muss man sich jetzt schnell beeilen, was noch zu bekommen oder? Wir haben tatsächlich auf 5000 Stück limitiert. Das ist natürlich jetzt Angebot und Nachfrage, einfach weil das war so eine Summe, wo wir uns gedacht haben, die Spiele, das ist ja eine Summe, die kann man dann auch verkaufen. Die Fürther brauchen so viele Spiele, weniger macht keinen Sinn und mehr auch nicht. Die Spiele können jetzt vorbestellt werden. Wir haben jetzt ein Drittel ungefähr weg anhand der Vorbestellungen. Und man muss jetzt nicht ganz schnell sein, aber man sollte sich zweimal überlegen, ob man es vielleicht doch schon vorbestellt oder eben auf den Handel wartet. Okay, dann danke schön an Timo und Flo. Und ich würde sagen, jetzt ist wieder Zeit für ein bisschen Musik. Hier seht ihr Dennis Kobylinski.
Ja, vielen Dank, Dennis. Wir kommen einfach mal gleich zu dir, ne? Weil würde ich jetzt gerne ein bisschen interviewen, wenn du schon hier bist. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du für uns spielst. Hört sich echt gut an. Genau, apropos Spielen. Du hast ja schon am Badentreffen gespielt, also recht groß, würde ich sagen. Da würde mich interessieren, wie hast du eigentlich zur Musik gefunden? Wie hast du damit angefangen? Also eigentlich komme ich ja, meine Wurzeln sind in der Rockmusik. Also wenn man so an Led Zeppelin denkt, die Purple, Black Sabbath, da komme ich her. Hatte dementsprechend auch 3 Jahre lang eine Band, mit der wir ganz gut unterwegs waren. Bis dann der Wechsel kam eben zur Folkmusik, weil ich das gesungene Wort irgendwie in den Vordergrund stellen wollte. Okay, cool. Ja, du hast jetzt auch erst letztens, im Oktober war es, oder? Richtig. Dein Album rausgebracht. Vielleicht hier mal die Kamera schön halten. Wie sieht es denn jetzt dann mit deinen Zukunftsplanungen weiterhin aus? Was hast du denn geplant? Was steht noch an alles? Also neben unserer Vielzahl an Konzerten in der Region gibt es immer so kleine Ausreise, sage ich mal, in verschiedene Bereiche. Also wir haben zum Beispiel, weil ich gerne Kunstformen irgendwie miteinander vereine, neben der Musik zum Album auch Gemälde anfertigen lassen, diesem Album drinnen. Dann haben wir vor kurzem auf einem Artistenfestival gespielt mit Berliner Artisten in Forchheim im Zirkart. Und jetzt ganz neu zu Halloween kommt ein kleines Musikvideo raus mit, was komplett anderes ist, mit einem Elektropärchen. Genau, wir machen da was Künstlerisches, mischen Folk mit Elektro. Und da eben pünktlich zu Halloween gibt es da ein neues Musikvideo. Ja, cool, ist ja richtig vielseitig bei dir. Ja, und zum Abschluss würde ich noch gerne wissen von dir, wie sieht es so in Sachen Social Media aus? Also Facebook, Ähnliches? Sind wir gezwungenermaßen alle vertreten, also überall. Das heißt Instagram, Facebook oder YouTube. Kann man uns, und die Website natürlich, kann man uns überall finden. Überall, okay, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, ne? Ja, kann ich nur empfehlen. Und dann sehen wir dich später einfach nochmal und dürfen nochmal deine Musik genießen. Dann würde ich sagen, bis später, ne? Genau. Ja. So, um jetzt perfekt aufs nächste Thema überzuleiten, würde ich sagen, schauen wir uns mal den Ausblick an, ja, und gehen hin, ja? Ja, kann man es ein bisschen anschauen. Genau. Laufen ist eigentlich das Stichwort. Ja. Weil wir waren auch für euch bei Runeterra und da ist wirklich Laufen extrem angesagt. Also das sind wirklich harte Typen, aber auch echt harte Frauen. Also die haben es echt drauf und echt beeindruckend. Genau, unsere Ebro hat mitgemacht und der Simon und die Ebro, die haben einen Beitrag gedreht. Ich habe nur gedreht. Mir wäre das selbst nicht gewesen. Das war schon beim Zuschauen, hat es wehgetan. Ja, das glaube ich. Das seht ihr jetzt. Hallo Isiang Team, ich bin heute hier in Zindorf bei Runeterra Lauf und nehme mit dem Team Teil für euch. Viel Spaß! Wie ist denn die Strecke heute so? Super geil, hart, aber geil. Es war fantastisch. War das nicht so anstrengend wie sonst durch den heißen Tagen? Ach so, ja, also Wetter war richtig schön, angenehm. Mal dafür. Ganz optimal. Danke an alle, die hier mit geholfen haben, das aufzubauen. Es war echt genial. Der Weg hat sich echt gelohnt und nächstes Jahr sind wir wieder hier. Auf alle Fälle wieder dabei. Thank you.
Ja, also man muss dazu noch sagen, es hat am Tag geregnet wie Sau und war echt kalt. Und da kommen wir gleich aufs nächste Thema, denn wo es auch nass war und kalt, war bei unserem Filmdreh. Genau, wir haben beim Zürich Film Festival mitgemacht und wir hatten genau 72 Stunden Zeit, einen Film von 72 Sekunden zu drehen. Es war mega, mega aufregend und ja, wenig Schlaf. Und den Clip seht ihr nämlich jetzt. Wasser, der wichtigste Baustein allen Lebens auf unserer Erde. Kein Lebewesen kann ohne dieses Molekül auskommen. Der Mensch kann im Durchschnitt nur 72 Stunden ohne Wasser überleben. Sauerstoff, der Energieträger, der die Zellen am Leben erhält. Wird dem menschlichen Gehirn die Sauerstoffzufuhr entzogen, stirbt er nach 12 Sekunden. Wichtigstes Bauelement unserer DNA. Unter Zufuhr von Sauerstoff ist es brennbar. Es entsteht Feuer. Es fasziniert den Menschen schon seit Tausenden von Jahren, spendete ihm Wärme und damit Leben. In meinen Händen allerdings Wasser. Wer darüber verfügt, kontrolliert das Leben. Und den Tod. Ja, jetzt merkt ihr vielleicht auch, wieso wir in unserer Anmoderation gesagt haben, fast ertrunken und erfroren und alles. Also ich kann sagen, es war echt nicht warm in diesem Pool. Ja, aber das war's eigentlich fast schon wieder von uns. Aber wir müssen natürlich noch den Gewinner des Quiz küren, dass wir hier mit diesem wunderbaren Preis bewerten. Da bitten wir doch jetzt mal die Quizfee zu uns auf die Bühne. Genau, und vielleicht erstmal zur Auflösung. Die Fütterkerber, die gibt es schon seit mehr als 900 Jahren. So. Ich ziehe jetzt einfach mal den Gewinner. Ziehst jetzt einfach mal. So, Spannung steigt. Und vielleicht will der glückliche Gewinner auch mal ganz kurz auf die Bühne und sich den Preis dann abholen. Wer ist es denn? Es ist der Frank Mützen. Frank. Haben wir da einen da? Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Du darfst jetzt noch ein bisschen feiern gehen auf der Kirchweih. Mach ich. Genau, viel Spaß mit den Chips. Alles klar. Dann. Vielen Dank. Bitteschön. So, und dann gibt es eigentlich nur von uns zu sagen, dass wir uns einfach nochmal ganz herzlich bedanken wollen. Bei einmal dem Café Terrazza oder Terrazza Café. Wie rum ist es denn richtig? Genau, und der Bücherei, der Faux-Bü. Genau. Und worauf wir auch noch erinnern wollen, ist das Otto Open. Ich weiß, der Termin ist leider nicht auswendig. Wo waren denn die Flyer, die wir so toll vorbereitet haben? Also am Sonntag. Es ist einfach am kommenden Sonntag. Ja. Ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Wird mega spannend. Cooles Programm. Ich bin auch mit dabei. Und ja, dann und sind wir schon wieder dabei. Holen wir einfach schnell einen Flyer. Moment. Genau, und deswegen holen wir noch schnell einen Flyer. So, sieht das Ganze aus. Und was es auch noch für eine coole Veranstaltung gibt in Fürth hier, ist das hier, Games Arten. Also für alle Zocker unter euch, richtig cool, schaut einfach mal vorbei, lohnt sich glaube ich bestimmt. Auf jeden Fall. Und ja, von unserer Seite, ihr könnt noch mal bei uns natürlich Easy Young TV vorbeischauen, Facebook und YouTube, es werden bestimmt halt auch paar nur YouTube-Beiträge kommen und schaut einfach wieder vorbei, wann es die nächste Info gibt, zur nächsten Sendung. Genau, und jetzt hier unser Abschluss-Act Dennis Kowalinski nochmal. Pay the taxi driver 600 bucks. It was quite a long journey from there to the start. Welcome home, welcome, time back home. Looking at the house I used to know, with its trees and the garden and the fields below. Welcome home, welcome, time back home.
when hearing the laughter inside. Ring the bell, mama. The last I returned back home. Oh, what a beautiful day. Lay down and rest your soul. Tomorrow we will celebrate. The last I returned back home. Oh, what a beautiful day. Lay down and rest your soul. Moving slowly towards the unknown, taking a final look behind, I won't see them anymore. Standing on the doorstep and hearing someone cry. If I could only still have the golden time. The last time returned back home. Oh yeah.